So, herzlich willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Fortnite. Und ihr habt mich letztes Mal gefragt in den Kommentaren, woher ich die ganzen Lamas bekomme. Ganz einfach, hier ist das Ganze aufgeführt. Jedes Mal, wenn du dich einloggst im Spiel, im Grundspiel, kriegst du heutige Belohnungen. Das wäre diese hier. Heute würden wir sowas bekommen. Und nächste epische Belohnung wären dann 150 V-Bucks. Und hier unten tägliche Gründerbelohnung. Also wenn man das Spiel gekauft hat, bekommt man immer ein Lama dazu. Ja, das ist der ganze Grund, warum ich so viele Lamas bekomme. Und natürlich die Sturmschildverteidigung. Siehst du? Ein tägliches Lama, tägliche Belohnung. Und schon haben wir wieder ein Lama mehr. Und wenn man hier drauf geht, wird das sofort freigespielt. Das ist nichts anderes. Wie gesagt, müsst euch jeden Tag einloggen. Mehr müsst ihr nicht machen. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen einen Konstrukteur. Zack. Und nehmen wir mal Regen. Ja, haben wir da schon. Nee. Und noch eins. Kann ich mir das ausleihen? Nö, ist meine. Hau ab. Ich wollte schon immer ein Kartenstapel sein. Die Skizze haben wir auch schon. Ja, es wiederholt sich sehr viel, weil wir sehr viel von den Sachen schon haben. Oh, die haben wir ja auch schon. Ja, das ist alles, woher man die. Man muss es nicht unbedingt kaufen. Natürlich kann man irgendwann, wenn man genug V-Bucks zusammen hat, kann man sich dann irgendwann mal sagen, hier gut, ich hole mir jetzt mal ein paar Lamas. Dann würde ich aber eher das empfehlen und hier 10 kaufen, statt hier 1 zu kaufen. Ist logisch. Wie gesagt, was ich damit meine mit Geld, macht das hier nicht. Kauft nicht für echt Geld euch noch V-Bucks. Das braucht ihr nicht. Ihr kriegt genug V-Bucks im Spiel. Das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Und wenn ihr, wie gesagt, noch mehr Lamas haben wollt, dann guckt hier unten in den Global-Chat rein. Da fragen viele an, ob ihr denen helfen könnt. Oh, guck mal einen an. Da fragen immer viele an, ob jemand ihr helfen könnt beim Sturmschild verteidigen. Da solltet ihr auf jeden Fall das mitmachen. Ja, wenn ihr dieses Level dafür habt, dann macht der Sturmschildverteidigung mit. Meistens kriegt ihr zur Belohnung 2 Lamas, 3 Lamas, 4 Lamas. Das kommt auch an, wie eure Leistung auch ist. Ne? Ganz einfach. Es ist im Face bloß, ne? Daher kriegt man die Lamas. Wenn man bei mir in die Beute reinkommt, ich habe schon wieder 40 Lamas. Nur durch sowas. Offline spielen muss ich ja grundsätzlich, weil ihr die wichtigsten Sachen bloß sehen wollt. Und dadurch kriegt man einen Haufen Lamas zusätzlich durch die Missionen, die man macht, Events, zusätzlich Belohnungen. Manchmal findet man in Truhen was, wenn man hier episch, eine Belohnung nach der Mission bekommt. Und dann halt nach, wie gesagt, wenn du die Belohnung machst für die. Ach Quatsch, Belohnung sage ich schon, für die Verteidigung des Sturmschilds machst, dann kriegst du auch diese Lamas. Ja, das ist der ganze Trick daran. Mehr ist es nicht. Gut, wir gehen wieder aufs Spielen und gehen auch wieder auf unsere Eventseite und heute haben wir den Stich und die 8. Das haben wir letztes Mal schon freigeschaltet. Das habe ich auch gemacht, das habe ich gemacht, Hütten zu stören und dröhnen, das war ja wirklich Blödsinn, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Aber jetzt geht es hier weiter mit der Stich und die 8. Mal sehen, was auf uns zukommt. Los geht's. Ein Wetterballon nähert sich. Such die Landezone, baue Verteidigungen auf und beschütze den Ballon, bis die Daten übertragen sind. Der Landeplatz liegt irgendwo in dieser Zone. Du suchst zu Fuß und ich aus der Luft. Ja, wieder einen Datenballon schützen. Also besser ausbeuten und dann wieder das Ding schützen. Ja, hier, das waren die Hütten. Blub. Aber wir kriegen jetzt nichts mehr dafür, weil wir es schon haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir sonst noch machen müssen. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob es was anzeigt. Ach, hier zeigt es was an, was wir machen müssen. Da bin ich ja gespannt, was wir hier zerstören müssen. Das ist weiter oben. Das ist hier in der Mitte, hä? Ja. Ein Schachbrett zerstören. Ist das dein Ernst? Ja, gut, dazu sage ich jetzt nichts mehr, ne? Ihr wisst das. Da hinten ist noch eins. Aber wie viel wir davon finden müssen, achte. Und was noch? Na gut, werden wir ja sehen. Ja, nehmen wir mal die Kiste ausräumen. Mal schauen, was da drin ist. Ein paar Dröhnchen, aber da sind wir ja eh voll gestückt. Würstelchen. Hier ist noch was. Ich dachte schon, die müssen wir jetzt kaputt machen. Da. Hier kommen wir wieder nicht hoch. Ah, ich liebe es. Mal den Baum hier mal
zerlegen. Irgendwas ist da oben noch gelbes. Lass los. Da war ein Hochnochse. Ich fange wieder gut an heute. Hi! Ach, komm, erster. Ach, gerade ist so. So, noch eins höher, sagt er mir. Ach, da müssen wir wahrscheinlich in den Turm, ne? Okay. Ja. Die Suche nach den bestimmten Sachen ist immer sehr interessant. Hier sind wir doch schon hochgelaufen, oder? Ach, hier müssen wir lang. Gut, gehen wir hier lang. Soll da irgendwo sein. Noch höher? Hallo? Mach die Wand weg! Ich komme mir gerade ein bisschen verarscht schon mal vor. Das soll doch irgendwo hier sein. Hä? Ich bin mich gerade ein bisschen verarscht. Das hat es mir da gerade noch angezeigt. Jetzt ist es auf jeden Fall weg. Ja, dann ist es halt falsch von der anderen Person, die gerade zerlegt wurden. Kann ja auch sein. Gut, dann suchen wir halt woanders weiter. Mal schauen, ob wir noch was finden hier. Hopp. Oh, wir bauen jetzt eine provisorische Brücke hier. Also der Stich war das, ne? Und das andere. Oder war das der Tisch? Ein bisschen Holz mitnehmen. Mal sehen, wo wir hingehen. Sollen wir da hingehen? Hier ist auch ein Haus. Ich glaube nie, dass ein Schachbrett offen. Ach, guck mal, ein Lager. Ein Lager, schön. Dim, 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 dim. Immer ins Gesicht. Ach, meine Freunde. Kann sein Mist behalten, den will ich nicht. Zack, meine. Und Schräubchen, genau, die brauchen wir. Oh, kommt ihr her. Mal kurz die Karte mal abgrasen, ob man was. Ach, hier. Was noch? Ruinen erkundet. Also das müssen wir auch machen, okay? Da müssen wir 2 von 6 erkunden. Ich weiß nicht, ob das zu der Mission dazugehört, aber ich vermute mal ganz stark. Aber Ruinen finden. Ach nee, ernsthaft? Ist das ein beschissener Ernst? Ja, Bienenhütten zerstören. So, okay. Wir haben aber echt ein Pech heute. Müssen immer so einen Blödsinn machen. Aber gut, die müssen natürlich was einfallen lassen, dass man nicht gleich durchspielt hier. So, hier haben wir was auf der Etage. Hier ist irgendwas drin. Hier so. Ja, das ist Schachbrett. 3 von 8, 4 von 8 müssen wir jetzt haben. Dann jetzt hier oben noch eins. Weg. Das Badezimmer wollten wir nicht. Ist hier noch irgendwo was? Was zeigt mir eh nicht an, von daher wird das schon passen. So, müssen wir diese Hütten finden. Aber die sind ja sonst immer so übelst viele davon. Und jetzt muss man gucken, ob die alle. So, wo wir auf der Karte rumspringen, da waren wir gerade. Wir müssen auf jeden Fall nur Ruinen suchen. Gehen wir doch mal in die Richtung. Warte mal. Ne, wir müssen nach Norden. Norden, eben rechts der Kompass. Aufpassen. Wir müssen wieder Holz sammeln. 11 Minuten kommt das der Wetterballon. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hey, meine Freunde! Da können wir wieder mal unsere Scharfschützengewehr ausprobieren. Boing, 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 boing.
So. Wieder ein paar Teilchen. Dann noch mehr Freunde. Also ich habe das Gewehr ja mal gelevelt, wisst ihr? Viel bringt's gerade nicht. Nee, das lassen wir. Oh, Kiste. Mal sehen, was wir mal Schönes finden. Okay, nichts Besonderes. Gut. Da haben wir, glaube ich, das Silbererz. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Für Planktoron. Genau. Einmal Silbererz. Tschujuju. Also Ruinen müssen wir finden und Schachbretter müssen wir zerstören. Und hier die Schräubchen wieder mitnehmen. Ach, guck mal an. Hier auf der Stange. Oh, das war daneben. Ja, warte mal, ich habe da eine bessere Idee. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Ich will aber die Absturzstelle nicht machen. Nein. Da oben ist noch ein Blutloo. Wie wär's mit... Nehmen wir auch mit. Hier ist ein Überlebender, den wir mitnehmen können, müssen, wie auch immer. Gute Arbeit. Weiter so. Ja, der Tipp von mir, ne, wenn ihr natürlich solche Überlebenden sucht, ne, dann guckt hier richtig durch, ob ihr auch was ihr mitnehmen könnt. Ne? Also nie einfach gleich wieder wegrennen. Manchmal sind hier echt interessante Sachen dabei, wie Schrauben zum Beispiel. Oder Munition. Umso weniger ihr, also umso mehr ihr kaputt, also umso mehr ihr aufsammelt von dem Zeug, umso weniger müsst ihr produzieren. Ganz einfach. Da gehen wir kleiner mal. Kleiner. Oh, ich hasse dieses Vieh. Das ist so nervig. Die Festung ist in Gefahr. Welche Festung? Hat er eine Festung gebaut? Oder falsche? Und wieder der falsche? Na, geht doch. Steine! Yeah! Was hätten wir denn hier schon genug? So, den. Platziere eine. Ja. Fehlgeschlagen. Ist irgendwie klar gewesen, dass das passiert. So. Schauen wir doch mal hier. Oh, die Pluko hier rumhängt. Ich habe den Landeplatz gefunden. Er wurde auf deiner Karte markiert. So, hier. Der Angriff der Sturmkreaturen könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien um den Landeplatz des Ballons zu errichten. Miau. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Da oben wurde schon alles erkundet. Hier gibt es einige Ruinen, die wir noch erkunden müssten, könnten, wie auch immer. Die da unten haben wir noch nicht. Also ab wieder in den Süden. Pilze mitnehmen. Holz mitnehmen. Also ich versuche das die Inventaranzeige links immer schön voll zu haben. Ach, ich gucke mal hier an. Das Bienenhütchen. Plötzlich, wenn sie wenig auf der Karte sind, verstehe ich auch nicht. Wir müssen in den Süden. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ach, da ist wieder ein Bienenhütchen. Nehme ich mit. So, da haben wir 4. Noch irgendwas?